Am 15. Mai wurde die CSD-Saison in Sachsen eröffnet. Der erste sächsische Christopher Street Day in diesem Jahr fand in Wurzen statt. Viele Jahre wäre eine solche Veranstaltung in der Kleinstadt, die auch als Hochburg rechter und rechtsradikaler Kräfte bundesweit bekannt ist, undenkbar gewesen. Es gibt überall Einzelpersonen, es gibt überall coole Menschen, die ansässig sind und die Bock haben, was zu verändern. In Wurzen gibt es schon länger die Eiderhits-Veranstaltungen und aus denen hatte ich so das Gefühl, dass ein bisschen der CSD entstanden und ab diesem Jahr dann halt auch als CSD präsent. Zwischen 200 und 300 Personen nahmen an dem Aufzug teil, der am Bahnhof startete. Ein großer Teil davon war aus Leipzig und dem Umland angereist. Die gute Stimmung ließ man sich auch von rechten Gruppen nicht vermiesen, die den CSD begleiteten und sich immer wieder bedrohlich am Rand des Umzugs versammelten. Also ich glaube, der Umgang war heute ganz gut. Es wurde nicht groß darauf reagiert, man hat es eher ignoriert, aber es gab auch Menschen, die versucht haben, es abzuschirmen, sich dagegen zu stellen. Und wir haben auch lautstark dann protestiert und auch klar gemacht, dass eben wir solche Leute hier nicht haben wollen. Auf dem Markt angekommen, gab es für alle TeilnehmerInnen und ZuschauerInnen noch ein buntes Programm aus Redebeiträgen, Musik und Live-Aerobic. Der erste CSD im Landkreis Leipzig ging ohne Zwischenfälle zu Ende und setzte Zeichen für mehr Sichtbarkeit und Toleranz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Gleichzeitig war es ein gelungener Auftakt für 19 weitere geplante queere Paraden in Sachsen in diesem Jahr. Ich glaube, was uns das zeigt, ist das, was wir eigentlich schon seit längerem sagen, ist, dass es queere Menschen überall gibt, in großen Städten, in kleinen Städten, in Dörfern. Und die werden jetzt einfach immer mehr präsenter und präsenter. Wir haben jetzt in Sachsen 20 CSDs dieses Jahr erreicht und ich hoffe, dass es noch nicht das Limit ist und dass es noch viele mehr geben wird.